Damit hallo, meine lieben Rollenspiel- und Fallout-Freunde, Fans da draußen. Ihr kennt ja vielleicht schon mein T-Shirt und ich habe das nicht einfach mal so gekauft, sondern es ist tatsächlich so, ich bin ein riesiger Fallout-Fan. Vor allem seit Fallout New Vegas, muss ich ganz ehrlich sagen. Fallout 3 habe ich damals schon gespielt, nie zu Ende. Fallout New Vegas habe ich bis kurz vorm Ende gespielt und konnte mich dann am Ende einfach nicht entscheiden, für wen ich mich entscheiden soll und habe es deswegen einfach beendet. Ich kam mit dieser Entscheidung nicht klar, sondern es wird alles final. Oh mein Gott, nein, ich kann das nicht tun. Und Fallout 4, wie ihr wisst, habe ich ziemlich weit gespielt. Und alles, was uns im Grunde eigentlich jetzt noch fehlt, um mit Lucky Bastard zu einem Ende zu kommen, ist, ja, Automatron. Und daher jetzt sehr, sehr bald Fallout 76 kommt und ich es vorbestellt habe, ja, ich habe es vorbestellt und ich werde es auch ab dem ersten Tag mindestens spielen, vielleicht sogar Livestream. Ja, habe ich mir gedacht, wir ziehen das jetzt nochmal einfach durch. Und deswegen starten wir jetzt hier mit unserem Level 90 total übertriebenen Lucky Bastard, der erst jetzt in den letzten Folgen, falls ihr es überhaupt gesehen hattet, das Nuka World Abenteuer hinter sich gebracht hat und jeden einzelnen Raider umgelegt hat. Ja, jeden einzelnen. Wir laden jetzt einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es zu laut ist, dann muss ich einfach vielleicht auch nochmal die Lautstärke ein bisschen regeln. Ihr müsst mir das dann halt einfach sagen, ne, wenn es dann zu laut ist. So, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hinein ins Abenteuer und ich begrüße White Shadow, The Devil VHD, Jovi und Grey Knight Iron. Guten Abend, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich erwarte jetzt heute Abend nicht allzu viele Zuschauer, aber das macht nichts, weil ich mache heute Abend einfach einen schönen, chilligen Stream. Und Dankeschön, Devil VHD, vielen lieben Dank. Und das Schöne ist halt auch quasi, ich kann immer nur betonen, ne, am Tag, an dem in Fallout die Bombe fiel, das ist mein Geburtstag, der 23.10. Ich weiß, das passt wie Arsch auf Eimer. Irgendwie so ein bisschen bombiger Tag, eine Spitzenstimmung von oben. So, da sind wir jetzt ja auch schon drin hier ins Servus, in Sanctuary Hills. Das müssen wir nochmal gucken. Es gibt ja diese Radiomeldung, damit kommt man ja dann hier, wenn man das hier anmacht, in diesen DLC hinein. Ich mach mal. Dies ist ein Notruf. Ja, und? Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Ach Wir so. brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Die scheinen ja ge Ja, Sir. Okay. Die scheinen ja genug Zeit zu haben. Dankeschön, Grey Knight, Dankeschön. Die scheinen ja noch genug Zeit gehabt zu haben, so ganz, ganz chillig so einen Notruf abzusetzen. So, ja, weißt du, wir werden gerade angegriffen, ne? Und es wäre schon ganz knorke, wenn da jetzt so in den nächsten 30 Jahren jemand vorbeikommen könnte, sonst könnte es ein bisschen knapp werden. So auf dem Niveau lief das, finde ich, gerade eben so ein bisschen. Ja, übrigens hier, ich gehe jetzt nicht zu Preston Garvey, der will mir schon wieder einfach nur eine Quest aufdrücken. Ich habe vorhin schon zwei gemacht, um wieder ins Spiel reinzukommen. Ja, mein Sanctuary Hills hier, ne? Wie ich es hier gebaut habe hier. Wenn du reinkommst, weißt du, hier benimmst du dich besser. Okay, ich will auch gar nicht jetzt hier so sehr zu Fuß jetzt hier durch die Gegend dümpeln. Wir machen das jetzt hier einfach à la carte und müssen nur ganz, ganz kurz die Quest aus. Das ist die mechanische Bedrohung. Müsste es sein. Finde die Karawane. Und das ist hier. Bei Watts Haushaltselektronik. Reisen wir dahin. Bin mal gespannt, wie unhöflich dort die Herrschaften sind. Wir werden es erleben. Ich werde mich wieder aufregen. Oh fuck. Man muss dazu sagen, na, ich spiele ja einen etwas grenzdebilen Charakter. Der sehr, sehr special ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist auf eine gewisse Art und Weise ein Wunderkind des Prügelns. Was? Hallo? So, meine schicken Baseballschläger rausgenommen, okay. Hallo? Ach, wie schön! They can fucking see me!
Dankeschön, der Devil Forty. Danke. Ah, au, 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 au. Isa. Isa. Hey, was bist du für einer? Au. Falls ihr euch wundert, ja, au. Ich spiele das Spiel auf sehr schwer. Aber Lucky Bastard ist halt ein ziemlicher El Bastardo. Hi. Hey, der hält ja ganz schön was aus. Hey, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Sag mal. Boah. Was? Stärkend, jünger. Linker Arm mit Riemen. Was? Das sind Fäustlinge oder was? Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis zu plus 35. Wird genommen. Genauso wie auch das Kalib. Was? Wer bist denn du? Ada. Ich suche nach dem Ziel. Hey! Was soll das? Boah, explodiert der mir einfach hinterm Arsch, ey. Okay, also, wie gesagt, nur um das ganz, ganz kurz mal zu beweisen, ne? Ganz, ganz kurz hier, damit ihr wisst, auf welcher Schwierigkeit wir spielen. Sehr schwer, wohlgemerkt, ne? Der gute Lucky Bastard ist ein Bastard, und zwar ein zäher welcher. Oh, Zoes Tagebuch. Oh. Kann es sein, dass ich zu spät gekommen bin? Ja, ich glaube, hier gibt es das Handbuch, würde ich mal sagen. Lasst uns jetzt erstmal gucken, was wir haben. Aha, aha. Roboter-Reparatursatz. Erstmal alles. Hätte ich vielleicht nicht erst. Also nicht erst nach Nuka World gehen sollen? Ich weiß es nicht. Jacksons Holoband. Das merken wir uns gleich mal. Da ist auch noch eine Schallplatte. Gerade eben ruft jemand an. Im schlimmsten Falle werde ich jetzt angerufen, weil Verwandtschaft mir jetzt gratulieren will. Da müssen wir im Zweifelsfall jetzt gleich durch. Au, ein Fusionskern. Was ist denn das hier? Redaway. Ja, ein Mob. Klar, das ist der Faltmob. Den haben sie da reingeklatscht. Hallo, der Erte, grüß dich. Hallöchen, Bruder und Phoenix und Hallöchen. Ja, Laertes. So, was haben wir denn da noch so Schönes? Oh, Zahnräder. Die nehmen wir doch auch. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Schriftstück. Nee, das ist. Das sieht nur so aus. Okay, dann gucken wir uns mal dieses komische Gedöns an. Warte mal, wo war das? Bei Kleidung, Hilfsmittel, Diverses, ne? Wie hieß nochmal dieses komische Scheiße? Dieses komische Holoband. Wie hieß der Typ? Wie hieß der Typ? Jackson. Wahrscheinlich Jacksons Holoband, oder? Jacksons. Hallöchen, GKF Shadow, grüß dich. Dankeschön. Dankeschön. Wo ist denn Jackson? Hallo, Jackson. Jacksons Holoband. Lauschen. Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Besser als er? Also er hat's hinter sich. Was, wer bist denn du? Lisa. Lisa hat's auch hinter sich. Mein Stimpak. Ja, und jetzt? Du so? Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Offensichtlich. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Alles cool in Kabul? Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Fehlfunktion, sofort draufschlagen, kaputt machen. Ein Roboter, der Gefühle verspürt, das geht nicht. Was bist du? Was für eine Art Roboter bist du? Ich bin schwer modifiziert, aber in meinem Kern bin ich ein Aggressotron. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen.
Ein Aggressotron. Ihr wisst vielleicht, dass ich ein Trauma mit diesen Viechern habe. wer ist Jackson? Die tote Socke da? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Du bist verbessert? Ja, modifiziert mittels einer Roboterwerkbank, die auf Prototypbauplänen basiert. An ihr können zahlreiche Robotermodifikationen durchgeführt werden. Mit mehr Verteidigungselementen, etwa eines Wachbots, hätte ich meine Freunde womöglich vor diesen Robotern schützen können. Der Scheiß Pazifismus, ne? Sie greifen doch sicherlich nicht grundlos an, oder? Es muss doch einen Grund geben, warum sie euch angreifen. Ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil dieses Grundes. Außer mir hat Jackson noch Turing, Hertz und Porter erschaffen. Unsere eingebauten Modifikationen wären für Plünderer wertvoll. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Und? Hä? Warum? Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel spezialisiert. Im Commonwealth gibt es Unmengen alter Teile, die wir hätten brauchen können. Das war ein kalkuliertes Risiko. Okay. Ja, das konntet ihr ja nicht wissen. Hallöchen, Medusa-Klient. Guten Abend. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Es ist also doch noch ein Aggressotron hier drin. Rache! Okay, ja, der Mechanist. Okay, also, der wurde ja schon angesprochen im Chat. Hallöchen, Feier gegen guten Abend. Was? Ah, da ist ein Begleiter. Oh. Hm, vielleicht nehmen wir sie mit. Vielleicht. Ihr wisst ja, Lucky Bastard ist ein Loner mit seinen ganz, ganz eigenen Methoden. Aber... Alles in Ordnung? Ihr Schweigen ist beunruhigend. Ja, Lucky Bastard braucht manchmal eine Weile. Der ist nicht so schnell im Kopf. Ihr wisst alle, der hat nicht die höchste Intelligenz. Wer ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Na cool. Hi, Golma. Willst du keine Rache? Gerade eben dachte ich, sie redet nur von Rache. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich möchte verhindern, dass diese Mechanist-Roboter noch mehr Unschuldige töten. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Okay. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. So, mechanische Bedrohung. Mechanische Bedrohung. Ja, ja, ich hab's begriffen. Es gibt eine mechanische Bedrohung. Turing hat echt Kartoffelchips dabei. Und Speiseöl. Damit wird... Übrigens, so sehen wir halt derzeit noch aus. Warte mal, ich tu mal die Waffe ganz kurz mal weg. Also wie gesagt, so sehen wir immer noch aus. Der gute alte Lucky Bastard aus Nuka World, ne, der ja ganz Nuka World ausgelöscht hat. Wo müssen wir jetzt hin? Tendenziell in diese Richtung. Das ist, würde ich sagen... Boah, hier unten. Bei General Atomics sollen wir vorbeischauen. Ja, komm. Ach nee, warte mal, nein. Wir gehen zur Burg. Wir gehen zur Burg und gehen von dort aus dorthin. Augenbots und Propaganda. Ja, mal gucken, wollen wir mal, wie lange wir heute dafür brauchen. Also, ich weiß ja nicht. Mal schauen. Hallo Zeiss, grüß dich. Ein bisschen Speiseöl, ne? Ja, Fear My Pain. Ich bin definitiv hier billiger auf Fallout 76. Und ich bin ja auch
schon in hellster Vorfreude. Also ich habe schon vorbestellt. So, ich kann hier gerade eben nochmal voller Stolz meine in Anführungszeichen Meisterleistung hier des Mauerflickens nochmal präsentieren, was ich damals ja, glaube ich, in einem Special-Video gemacht habe, ne? Hier, das ist ja eigentlich hier dieser Schuttberg, den ich damals hier quasi dann eingefügt habe, beziehungsweise eingepasst habe hier in meine Verteidigungsanlage. Vielleicht, warte mal, wir springen mal von außen runter. Also ich habe hier schon wirklich so viele Spielstunden reingesteckt. Aber keine Sorge, wir machen gleich weiter noch mit Automaten. Ja, hier überall diese Dinge hier schon aufgebaut. Ich liebe es. Da kommen wieder Feelings auf. Hallöchen, Jorko, grüß dich. Golma, du, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe vor Golma, Golma 76, Fallout 76 ordentlich zu nerden. Da, guckt mal hier. Das hier war meine Konstruktion. Für alle, die es nicht wissen. Also so richtig schön. Ich habe da wirklich, ey, da habe ich Stunden mit verbracht, dass es so eingepasst ist, dass es so einigermaßen so aussieht, als ob man das einfach hier wirklich mit Beton aufgefüllt hätte. Ach ja. Das hat Spaß gemacht damals. Und wie gesagt, klaro, wir können das auch gerne in der Community zocken. Aber ich werde es gleich schon in der Beta ganz, ganz früh anfangen. Wahrscheinlich auch in Livestream-Format, wahrscheinlich hier. Und ja, das ist dann halt quasi das zweite Livestream-Projekt dann quasi hier auf diesem Twitch-Kanal. Aber warum nicht? Ich denke, das ist ein Spiel, das auch saumäßig Spaß machen kann, wenn man streamt. Und es ist natürlich auch gefährlich, ne? Also man kann natürlich auch ordentlich getrollt werden. Aber das sind wir ja in TVA gewöhnt. Aber warum nicht? Ich denke, also gerade zusammen reicht bei so einem Spiel einfach tausendmal mehr, also bei Fallout 76. Du. Oh. Hello there. Kirkel. Nein. Auf kein. Hallo? Oh, der hält was aus. Fuck! Der hält was aus, der Junge! Oh, schade aber auch, ne? Der arme Kerl! Tut mir fast leid! Ein Kniekracher! Wow! Was? Ich geh nochmal weiter. Hallo? Jeez. Ich geh nochmal rüber. Ja, das habe ich auch gesehen bei ihm. Und mir gefallen aber auch generell diese ganzen PvP-Mechaniken. Also, dass ich halt einfach... Im Grunde sorgen sie halt echt dafür, dass du halt kein PvP machen musst, wenn du es nicht willst. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also, oh Gott, ich bin überladen. Nein, warum? Wie kann das sein? Ach so, weil ich die Troller dabei habe. Hey, wo bist du? Was? Was? Ich sehe mein Ziel nicht mehr. Dann mach deine komischen Sensoren an. La 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 la. Ich bin ein Herpelhäschen des Todes. Au. Also, hallo? Boah. Aber. Ja, ich bezahle mit deinem Leben. Wie wäre das? Messer stecken. So, Level up. So. Ah, da kommt immer so ein kleiner Psychopath aus mir raus, wenn ich diese Spiele spiele. Warte mal ganz, ganz kurz mal. Ah, da. Was kann ich für dich tun? Wir kennen uns doch jetzt schon mindestens 5 Minuten. Halt mal mein Zeug. Was Sie so haben. das finde ich immer so das Geilste. Splittergranate, ja, das sind alles... Moment, da war was. Gib niemals NPCs Granaten. Niemals. Das führt zu nix. Was können wir denn hier geben? Ja, das Radengier, diese komische doppelläufige Scheiße da. Das hier kann ich noch weggeben. Das anstachelnde Kampfmesser finde ich irgendwie auch nicht so besonders prickelnd. Was auch immer das da ist. Das ist auch nichts, was ich dringend benötige. Nein. Mir geht es bloß darum, dass ich jetzt einfach nicht total überladen bin, ne? Das hier brauche ich auch nicht unbedingt. Passt. Sie sollten etwas von dem fallen lassen, was Sie damit sich herumtragen. Ja, ja, haben wir schon gemacht. Ich habe übrigens mir überlegt, das Ganze auf Survival hochzustellen. Aber wie damals auch beim Let's Play auf YouTube, habe ich mich dann dagegen entschieden. Nachdem ich gesehen habe, dass ich plötzlich 2300 Belastung hatte. So. Nein. Das ist einfach zu übertrieben. Hallöchen, Hicks, guten Abend.
Ah, dann spielst du Fallout 4 erstmal selbst. Ja, warum nicht? Das ist ein geiles Spiel immer noch. Die Holzmichels. Wow. Auch eine Idee. Das sind alles dann so ganz, ganz spezielle Typen, ne? Was willst du von mir? Hau ich dir mal auf die Scheren, ey. So, da vorne. Ich muss eigentlich wieder schleichen, ne? Warte mal, wir haben ja ein Level-Up. Fällt mir gerade eben ein. Gehen wir mal auf die Stats. Und wenn ich jetzt auf T gehe, sollte ich einen Level-Up haben. So. Die Holzspatzen. Oh Gott. Hey, da kann man sich aber auch super unbeliebt machen, ne? Wenn du dir dann solche Namen gibst. Dann denken die alle quasi so, oh, da kommt die Volksmusiktruppe. Was wollte ich denn eigentlich mit ihm noch lernen damals? Ich weiß, wir haben das hier gelernt. Das hier bringt ihm ja nichts. Wir machen ja keine Power-Rüstung. Ich glaube, ich war ja weiterhin dabei, das Glück bei ihm auszubauen. Sensenmeister, der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im Wurz, bestellt eine Chance, dass deine Aktion von dir vollständig wiederhergestellt werden. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Was ist das hier? Vierblättig, das Glück ist hier hold. Jeder Treffer im Wurz hat eine Chance, deine kritischen Leisten zu füllen. Querschläger, wie du mir, soll ich dir Fernkampfangriffe der Gegner werden manchmal zurückgeworfen, sodass der Gegner sofort getötet wird. Je näher dein Tod der Tod ist, desto höher ist die Chance. Okay. Der mysteriöse irgendwas, auf den habe ich irgendwie gar keinen Bock. Intelligenz 1, ne? Das werden wir niemals steigern, das habe ich damals gesagt. Stärke habe ich ja schon ausgemacht. Eisenfaust. Kanalisiere dein Chi, ne, brauchen wir nicht. Eisenmagen brauchen wir nicht. Irgendwas mit Survival, Strahlung. Deine Zeit hat dich abgehärtet. Oder ne, warte mal. Wir können auch hier noch irgendetwas machen. Wo wir ein bisschen mehr aushalten. Ausdauer. Bringt halt mehr Lebenspunkte, ne? Das haben wir alle schon. Warte mal, Kannibale? Ne, das will ich nicht. Was ist das? Adamantium-Skelett. Dein Skelett wird im Umfang des Metall verbessert, wodurch deine Körperschaden um 30%, Körperteilschaden um 30% reduziert wird. Strahlungsresistent. Aquaboy. Das ist totaler Quatsch. Ich würde sagen, wir machen strahlungsresistent? Leute, was sagt ihr? Strahlungsresistent oder Adamantium-Skelett? Oder sagt ihr irgendwas anderes? Wäre ganz cool. Hallöchen, Blue. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und danke, Jean-Code. Was sind das hier? Abrissexperte, Nachtmensch. Refraktor. Okay. Ja, bei Intelligenz können wir es, glaube ich, getrost sein lassen, uns Gedanken zu machen, ob wir da jemals was machen. Kommando, da könnten wir natürlich mehr Schaden mit Schusswaffen machen. Setzen. Oh, Dankeschön, Blue. Vielen lieben Dank für den Resub. Auf einen weiteren Monat, genau, Dankeschön. Logan, also den Logan-Weg einschlagen mit dem Adamantium-Skelett. Alles klar, gut. Dann wissen wir schon, dass er immer härter wird, ne? Der Junge wird immer härter. Er wird am Ende wird er Fallout von ihm verstrahlt werden. Wisst ihr, was ich meine? Dann stirbt quasi ein Strahlungsleck oder eine Atombombe an ihm. Er ist der neue Chuck Norris der Fallout-Welt. So, da vorne, wir sind wieder mal hier bei General Atomic. Da waren wir vor Ewigkeiten mal. Ich erinnere mich sogar noch an diese Stelle hier. Was zum Teufel bist du denn? Total glaubwürdig, wie er läuft, ne? Okay, wir schleichen da rein und gucken mal, was da so auf uns lauert. Was? Die vierte Stufe gibt's echt Krallen? Wirklich? Echt jetzt? Da muss ich ja doch noch waffenloser Kampf mit ihm leveln. Das wäre ja mal geil. So, übrigens, falls ihr das Ganze nicht komplett angucken könnt heute Abend oder so, aber gerne Bock drauf hättet, ich werde das Ganze noch auf YouTube hochladen. In 30 Metern, da liege ich. Ma'am, würden Sie mich bitte anmelden? Würden Sie mich bitte... Hallo, Ma'am! Na, Trantüte. Okay, sie will uns nicht anmelden. Dann müssen wir es halt selbst machen. Hi. Bewohner des Commonwealth, ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter des Friedens. Fürchtet euch nicht. Ist das der Arsch des Mechanist? Roboter sind eure Verbündeten.
eure Beschützer. Ich muss auf jeden Fall irgendwie eins hoch. Boah! Boah, der hält was aus. Komm her! Bein wegfegen! Der gute alte Beinfeger. Würden Sie das bitte sein lassen? Au! Boah, geh in die... Das sind ja... mehrere. Ich wollte gerade eine Zahl sagen, dann war es noch einer mehr. Heiliges Blechle. Was? Was ein Aggressotron-Kopf. Wachwatch-Torso. Ich geh mal besser in Deckung. Oh, wow! Boah, fuck! Sag mal! Endlich! Hey, die machen richtig Schaden! Ich merke, ich muss mich anstrengen, das finde ich gut! Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die zu leicht irgendwie wären, aber scheinbar nicht. Warte mal, wie kann ich nochmal eigentlich... wie kann ich nochmal ein Stimpack nehmen? Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? F? Mit... 0, okay. So. Der Mechanist, also der Labor ist anscheinend jetzt hier die ganze Zeit irgendwie so eine Käse, mit Käse zusammen. Cool, noch ein paar Teile, es gibt einen Roboter. Oh nein, oh nein. Wir werden scheitern, das wisst ihr, ne? Wenn der gute Lucky Bastard eins nicht kann, dann mit Computer. Ja, gucken wir erstmal, wo hier die guten alten Klammern sind. Falscher Eintrag entfernt. Yeah, einer. Der hört auch nicht auf zu labern, ne? Nochmal ein falscher Eintrag entfernt. Das waren die Teile, die ich normalerweise immer dann offscreen gemacht habe, kurz mal die Aufnahmen pausiert habe. Weil du halt mit Lucky Bastard da teilweise so bestimmt 10 Versuche gebraucht hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas übersehen habe. Normalerweise ist es immer ein bisschen mehr. Okay, Earl, Cash, Race, Maze. Guck mal bei Race und Maze. Ein Treffer. Also Race kann es dann demnach auch nicht sein, weil dann müssten es ja mindestens sein. Also würde ich mal sagen, dass es entweder... Das kann immer noch alles sein. Race, Maze, Maul kann es eigentlich auch fast nicht sein. Oh, es sind zwei Treffer. Maul, Fall. Auch zwei Treffer. Ich würde mal sagen, das A ist auf jeden Fall gesetzt. Und das L vielleicht Mail. Fuck. Und schon sind wir wieder draußen. Ja, Lucky Bastard. Du bist so ein Spezi. Ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, einfach mal so wild reinzuklicken, ne? So, la, 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 la. Man hat ja ein paar Versuche. Das geht mit ihm tatsächlich schneller, in der Regel. Went, won, irgendwas, scheiß drauf, und wieder raus. Bevor man da quasi so rumklickt. Es sind ja nicht so viele möglich. Irgendwann mal, geschafft. Irgendwann mal hast du Glück. Das ist die Lucky Bastard-Taktik. Sicherheitstürensteuerung. So. Zugriff auf Magnetschlösser und freigegeben. Hi. Oh! Boah! Hi, Leute. Blöder, kleiner Mittelbot. Hallo? Hallo? Erstmal hier die Spritze setzen. Gefahr, Gefahr. Ich habe das Gefühl, dass dieser komische Mechanist jetzt aufgehört hat zu reden. Ah, erstmal eine gute alte Nuka-Cola nehmen. Wow! Der Müllbot, der legendäre!
Boah! Okay. Er hat's so gewollt. Bam! Wir können auch anders. Wir können auch anders. Hallöchen, Dorcas the Hell. Ja, ich kenne die Möglichkeit, Dorcas. Das Problem ist bloß, der Charakter, den ich spiele, der ist sehr grenzdebil. Sind wir mal ehrlich, also... ich nehme mal an, du kennst meinen Charakter nicht aus meiner YouTube-Kampagne mit ihm. Er hat Intelligenz 1. Er ist ein Special Guy. Sehr Special Guy. Also er hat auch irgendwo... Wo war nochmal hier dieses Special... Er bekommt halt einfach diese... hin und wieder mal. Also du wirst es mit ihm nicht erleben, dass er irgendetwas intelligenzbasiert... Oh, ei, Ada, Entschuldigung. Ich habe einen Roboter gesehen. Ja, seht ihr, es ist Lucky Bastard. Er ist, er ist deswegen auch ein Loner, weil es nicht so gesund ist, sich in seiner Nähe aufzuhalten. Jetzt geht's mal nach oben. Ja, da hast du was verpasst. Also ich habe mit Lucky Bastard echt schon einige spaßige Szenen erlebt. Also das Geilste ist immer, wenn dann so ein Typ auf mich zurennt, so ein Supermutant, der da so eine Mini-Atombombe in der Hand hat und ich denke mir so, fuck, lauf! Das ist immer so mein Albtraum, mein Leben, weil ich gegen den relativ wenig tun kann. Da ist jetzt gerade eben keiner zu sehen. Irgendwo hier... Ah, da, du könntest aber auch mal echt behilflich sein, weißt du? Jetzt suchen wir hier schon nach deinem Scheiß. Was ist denn jetzt hier los? Achso, ich habe versehentlich auf Schleichen gestellt. Versehentlich. So. Sieht hübsch aus. Toll. Hallo? Türe öffnen. Wir sind schon wieder hier. Das lief ja echt. Wo ist der Mechanist? Ich möchte den Zuständigen hier sprechen. Ich finde, das Verhalten ihrer Roboter lässt mehr als zu wünschen übrig. Schön. Nur um an einen Computer heranzukommen. Oh. Ich kann mit diesem Computer interagieren. Persönliche Aufzeichnung. Stellenzuweisungen. Für General Atomics. Fabrik. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Mr. Kincaid. Wir hoffen, dass Ihre Versetzung von der Fabrik reibungslos verläuft. Als menschlicher Aufseher vor Ort werden Sie in der General Atomics Galerie dafür sorgen, dass der wachsende Kundenstamm von General Atomics schon bald ein ganz neues Shopping-Erlebnis genießen wird. Wir versichern Ihnen, dass dies ein angenehmer Arbeitsplatz ist, der Ihnen nur sehr wenig Mühe oder Stress bereiten wird. Sie müssen einfach nur die Arbeit der vollständig automatisierten Belegschaft überwachen. Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenig Einschreiten ihrerseits nötig sein wird, da die Roboter vor ihrem Einsatz umfassenden Tests unterzogen werden. Danke für Ihre Dienste an unserem Unternehmen, General Atomics Zentrale. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Was? Danke für nichts? Was ist das jetzt? Ich opfere Jahre meines Lebens, um diese Fabrik am Laufen zu halten. Und das ist der Dank. Ich soll an einem Haufen Roboter babysitzen, die Tante Emma Laden spielen. Das ist lächerlich. Ich glaube, die... glauben die denn? Ich weiß nicht, worum es hier geht. Altersdiskriminierung. Ich bin noch so gut wie jeder 25-Jährige. Aber sie sagen mir, Mr. Kincaid, Zeit für einen Ruhestand. Sie sollten reisen, Mr. Kincaid. Verbringen Sie doch Zeit mit Ihrer Familie, Mr. Kincaid. Tja, ich will das alles aber nicht. Ich will hier sitzen und diese Fabrik leiten, wie ich es seit Jahren tue. Die Arbeit hier bringt mich noch um. Ich werde mich buchstäblich zu Tode langweilen und daran sind nur die schuld. Ja, sind alles sehr, sehr nette Menschen gewesen, die damals gestorben sind. Komm ich hier wieder raus? Ja, servus! Ach, er will mich umarmen. Ein niedlicher Kollege. Ein lieber Kollege. Sag mal. Na, endlich. Na, wir nehmen das alles noch mit. Was haben wir denn da? Buffout. Ein bisschen Buffout. Hallöchen, Fats, grüß dich.
silberne Taschenuhr. Stange Zigaretten. Kriegen wir da Asbest raus. Okay, aber ich finde immer noch nichts, was mir jetzt hier gerade eben weiter. Mensch, Ada! Kann man das einem Roboter sagen, dass er einen fetten Arsch hat? Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Egal, wo ich hin muss, es ist da drüben. Und ich erinnere mich, dass ich auch mich auch beim allerersten Mal in diese Fabrik mehr als nur verlaufen habe. Ich muss irgendwie da drüben hin. Und eins höher. Ein Fusionskern! Gut, wir benutzen sowas nicht, aber hey, geil. Ein Zeitalter des Friedens, ich sehe schon. Ich weiß, dass sie noch da sind. Kann man eigentlich Robotern Headshots verpassen? Oh, fuck. Das war doch diese Tür, die ich nicht aufgekriegt habe, oder? Ich hasse diese Art von Türen. Weil mein Charakter zu blöde dafür ist. Ich hoffe, dass die Ada das aufmacht, einfach. Ein Psycho. Boah, knack. Den Tier rauslutschen. Cool. Cool, yeah. Baby. Vorkriegsgeld. Kann man. Ey, das beste Klopapier im Jahre 2250. Wir waren noch nie zuvor in dieser Fabrik. Doch als Jensen die Mechanistroboter sah, befahl er uns fast unverzüglich umzukehren. Aha. Mega wichtige Information. Will dieser Roboter etwas Smalltalk mit mir führen? Ich weiß es nicht. Fürchtet euch nicht, das Ende ist nahe. Oh! Ich muss es gar nicht knacken. Diese Tür, wenn die aufgeht, habe ich bestimmt jede Menge neue Freunde, denkt sich Lucky Bastard. Zugriff auf die Magnetschlösser. Ja, Tür öffnen. Ja. Oh, hi. Ja, diese Roboter sind ihre Verbündeten. Ich merke es total. Ich war selten so verbündet mit einem Roboter. So. Boah, das war mal aber ein dicker Bot. Au. Hey. Hörst du mal auf damit? Gilt es als Home? Cool. Mechanistengerät. Sieht interessant aus. Blitzwaffe. Sterbender Schwan oder was? Ja, Klopapier, ne? Dann dieses alte Scheingeld. Das ist wenigstens robust, weißt du? Das ist griffig, Grey Knight. Ich denke. Wir nehmen auf jeden Fall mal das hier mit. Ach, diese ganzen anderen Sachen brauchen wir nicht. Rüstungswerkbank. Ach, wozu? Ja, was mache ich jetzt mit diesem Gerät? Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich mit ihr da reden. Ja, muss ich. Hey. Wie kann ich die? Reden. Hey, Ada. Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Ja. Seltsames Gerät, weil Lucky Bastard Doom. Er hatte dieses seltsame Gerät bei sich. Also, mal sehen. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanist wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Heißt das, ich muss dich nackt sehen? Ich hoffe nicht. Hoffentlich ist das sicher. Hoffen wir mal, dass das Ding sicher ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde. Zum Glück hat sie dazu gesagt, dass sie anwesend sein muss, wenn wir es bei ihr einbauen müssen. Lucky Bastard hätte sich dann, hätte das Ding einfach in sie eingebaut, währenddessen sie gar nicht da ist. Oh, da ist noch ein Holoband. Mechanist-Holoband, warte mal. Das hören wir uns gleich nochmal an. Da strahlt's aber schon ein bisschen, ne?
Warum? Ach, deswegen! Oh, wie schön! Okay, gehen wir mal besser hier wieder weg. Warte mal, da ist ein Mechanist-Holoband. Ihr braucht ihn nicht wundern, Lucky Bastard hat diesen komischen Perk, dass er diese komische Verstrahlung einfach wieder heilt. Die Mechanist-Holoband. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter des Friedens. Fürchtet euch nicht. Diese Roboter sind eure Verbündeten, eure Beschützer. Und sie werden erst ruhen, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen und ein neues Zeitalter einläuten. Klingt total plausibel. Also ich fühlte mich auch total friedlich und rettend empfangen von ihnen. Selten so friedlich empfangen worden. Also Nuka World dagegen war ein Kriegsschauplatz, nachdem ich dort hingekommen war. Das weiß auch nicht, also war super lieb. Hallo Dirk, grüß dich, guten Abend. Ach, ja, es ist Gott.